Hallo und herzlich willkommen hier bei Psychopathen-LP. Ich bin der Justin. Ihr habt den Nico gerade wahrscheinlich schon im Hintergrund gehört. Der sich gerade die ganze Zeit darüber aufregt, weil er MW2 spielt. Deutsch für den Arsch und so. In dem Satz. Und erstmal hier ein Infovideo. Nachdem ich eher gesagt in den letzten Wochen nichts hochladen konnte. Ich war halt ein bisschen erkältet, das heißt ein bisschen, ich war ganz schön erkältet. Oh ja, teilweise hat sich einer halb am Sterben, wenn er hustet. Das ist schrecklich gewesen. Zwar ist es immer noch so ein bisschen, aber ich denke mal innerhalb der nächsten Tage sollte sich das auch bessern. Und dann gibt es auch wieder täglich 1 bis 2, vielleicht sogar 3 und Wochenende vielleicht sogar mal 4 Videos. Je nachdem, wie uns gerade zumute ist. Ja. Auf jeden Fall mindestens 1 Video am Tag. Das ist, soll hier der Standard bleiben, was ich leider nicht erfüllen konnte, da ich halt krank war. Dafür nochmal meine Öster, Entschuldigung, Gemilla sei. Und ja. Ja, von mir kam ja auch nichts. Weil Nico ein scheiß PC hat, das entschuldigen wir auch immer noch. Ja. Und leider hat das Abkaufen des PCs von einem Bekannten nicht funktioniert. Deshalb, recht günstig angeboten hat. Da wird sich das, denke ich mal, auch noch ein wenig in die Länge ziehen. Ich höre den Weihnachtsmann an der Tür klingeln. Nee, dann noch nicht. Das ist teuer. Du kriegst vielleicht keinen Vorschuss auf den PC. Mal gucken. Mal schauen, was du zusammen kriegst. Wollen wir mal das Beste hoffen. Und dann fängst du ein Jahr nach mir richtig los. Ja. Da fängst du ein Jahr nach mir richtig los. Losfangen. Ja. Ich sollte einen Duden schreiben. Schreiben, ein Essen vielleicht, ja. Nein, Druckerschwerter schmeckt mir nicht. Egal. Ah, komm schon. Ja, okay, ich komme schon zum Punkt. Also wir haben jetzt schon eine Krankheit, dass der reguläre Gang wieder eingeht. Pop. So, denn bitte ich euch mal gleich in die Beschreibung zu gucken. Da gibt es nämlich ein paar Links für euch. Einmal haben wir da oben ein paar Links für League of Legends. Kennt ihr bestimmt, machen wir auch Videos zu. Ne? Und da kann man halt so Freunde einladen, die spielen dann bis Level 5 und dann kriegt man da IP für, also Spielwährung. Und dadurch könnt ihr mich unterstützen, indem ihr euch einen Account über diesen Link erstellt oder euch einen Account erstellt und unsere Ingame-Namen da als Freund, der euch inspiriert hat, dieses Spiel zu spielen, angibt. Und ja, damit helft ihr uns halt, dass, ja, na gut, wirklich helfen ist es auch nicht, es ist uns bloß den Alltag erleichtern, damit wir nicht so viel suchten müssen und mehr Zeit für unsere anderen Videos haben. Ich glaube, das ist gut genug ausgedrückt. Ja, helfen tun sie uns natürlich auch, beziehungsweise unterstützen. Ja, unterstützen, genau. Unterstützen ist das richtige Wort, obwohl helfen und unterstützen, ist der überhaupt Unterschied? Egal. Ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall haben wir halt Links unten in die Beschreibung geschickt. Könnt ihr gerne machen. Und wenn ihr einen Account auf Level 15 spielt, ja, ich weiß, die Idee ist ein bisschen geklaut, aber sehen wir mal darüber hinweg. Sagen wir mal, das ist jetzt unsere Idee, okay? Keiner davor hatte je diese Idee. Niemand. Stellt euch das einfach vor. Und das heißt dann jetzt, wenn ihr Level 15 mit diesem Freund erreicht, ihr müsst gar nicht erst versuchen uns zu adden, bevor ihr das nicht geschafft habt. Wir sehen, wer Level 15 wird und wer nicht. Vorher braucht ihr gar nicht versuchen uns zu adden. Ja, ihr dürft uns mit dem Smurf dann adden und dann euren Main angeben, nachdem wir euren Smurf geaddet haben. Und hoffe ich. Vielleicht.
Vielleicht ist ja sogar euer Main-Account die Nährstelle, weil ihr durch uns ja das Spiel erst kennengelernt habt. Für was auch immer. Ja, auch eine Möglichkeit. Soll auch solche Menschen geben, heutzutage. Den Account, den ihr über den Account erstellt habt, den werden wir dann adden. Und falls ihr einen anderen noch habt, mit dem ihr höheres Level seid, könnt ihr das uns schreiben und dann werden wir den auch adden. Oder anstatt Marco. Ganz genau, so sieht's aus. Also ihr würdet uns wirklich dadurch helfen. Also wenn ihr wollt, macht das. Ist natürlich auf freiwilliger Basis. Wenn ihr nicht wollt, auch kein Problem. Dann eben nicht. Ist ja eure Entscheidung. Ist ja eure Zeit. Ihr müsst selber wissen, womit ihr die verschwenden wollt. Und wollen wir das noch so machen, dass ihr dann vielleicht zwischendurch mal welchen... Ja, natürlich gibt es auch ein paar Community-Games, Standard. Nee, ich meine, zu uns auf TS einladen oder was? Das meine ich ja damit. Achso, okay. Ja. Egal. Ich möchte das Passwort nicht so wieder ändern, also... Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Wir haben auch Facebook, Nico und ich. Ja, nicht unseren realen Facebook-Account oder sonst was, sondern eine Facebook-Seite. Ja, jeder hat eine Seite und da könnt ihr oben im Banner, zumindest bei mir, sehen, welche Projekte gerade laufen, was wann kommt, Uploadplan und so. Bei Nico denke ich, dass er das auch macht. Der will ja nicht, dass ich ihm seine ganzen Sachen designe. Ja, wir müssen was machen. Ja. Irgendwas soll ja auch gut aussehen. Ja, und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, um auch vielleicht ein paar Fun Facts herauszufinden oder um informiert zu sein über, oder zuerst informiert zu sein über private Probleme oder ob ich immer irgendwas nicht schaffe oder ob mal was später kommt oder mal was gar nicht kommt, mal was ausfällt und es gibt genügend Sachen. Man kann über Gott und die Welt reden, wenn ihr wollt. Also es ist kein Problem. Ja. Mich persönlich kann man ehrlich gesagt über Facebook dann auch besser erreichen als über YouTube. Ja. Ist wirklich so. Weil ich jetzt auch nicht immer in die... Es ist ja mittlerweile ziemlich recht umständlich geworden, um auf den Posteingang zu kommen. Ja. Das gibt's ja jetzt. Und da wird auch nirgendwo mehr wirklich angezeigt, wenn du eine Nachricht hast oder sowas. Also, ja, genau. Und ich denke da nicht immer dran. Aber das wäre jetzt ein bisschen off topic. Ja. Können wir uns in einem anderen Video darüber beschweren. Wer weiß, wir müssen bald mal wieder Soccer World aufnehmen. Ja, das stimmt. Oder League of Legends. Auf jeden Fall könnt ihr uns dann da auch besser erreichen. Und das war's jetzt mal dazu. Dann würde ich jetzt auch sagen, wie es dann jetzt weitergeht. Also ich denke mal, dieses Wochenende, ich habe noch ein paar Parts auf Lager. Wenn dieses Video oben ist, dann sollte eigentlich schon Modern Warfare 3 Sucker Road Part 30 freigeschaltet sein. Das Video ist jetzt schon, ich glaube, einen Monat alt. Wir haben es immer noch nicht freigeschaltet. Deshalb wundert euch nicht, wenn die Infos da ein bisschen veraltet sind. Kann da passieren sowas. Morgen gibt es dann auch noch Massacre Road. Und ich denke mal, heute Abend kommt auch noch mal Borderlands und morgen auch. Ja. Also jetzt so als Ersatz für Buddy, da ich halt noch ist halt Halsschmerz habe und alles. Aber es wird wieder kommen, ab spätestens nächstes Wochenende. Stopft die Nase. Schrecklich. Und ich will jetzt natürlich auch nicht so lange mit einem neuen Let's Play warten, bis ich einen PC habe. Ist schon was in Planung. Auch schon aufgenommen, aber ich habe mein Problem, dass ich leider ziemlich oft habe wieder. Das Video ist einfach digga synchron, aber ich muss mal gucken. Ich könnte es vielleicht sogar synchronisieren können, ordentlich. Und wenn das möglich wäre, das wäre natürlich geil. Awesome. Da habe ich mich aber ehrlich gesagt noch nicht drum gekümmert. Ja, das werde ich gleich noch machen. Und dann vielleicht wird sogar, wenn es alles glatt läuft, am Wochenende sogar noch ein Video kommen. Nein. Wie es mit Pokémon aussieht, das könnte noch ein bisschen dauern.
ich habe nichts mehr auf der Platte, ich muss erst wieder aufnehmen und eine Stunde aufnehmen, das geht schon ein bisschen auf den Hals, das mache ich lieber erst, wenn ich komplett kuriert bin. Alter, das geht. Also es könnte jetzt noch so zwei Wochen dauern, bis da wieder was kommt. Echt so lange nochmal so? Meine ich. Vielleicht auch schon nächste Woche. Lassen wir uns einfach überraschen. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, man hört sich in irgendwelchen Videos geile Musik von Bossfight SWE auf YouTube, unbedingt abonnieren. Awesome Musik. Bis im nächsten Video. Justin und Nico. Tschö, tschö. Tschö, tschö.